Wir haben den 25. November. Wir sind im Hambacher Forst. Und vor uns sitzt? Ich werde Erde genannt. Okay, du kannst uns ein bisschen was zu der ganzen Geschichte erzählen? Ich habe das doch über einen längeren Zeitraum verfolgt. Und kann euch bestimmt das eine oder andere erzählen. Was möchtet ihr denn wissen? Vielleicht erstmal so, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Wie es überhaupt zustande kam, dass sich Protestbewegungen formiert haben. Protest gab es immer schon gegen diesen Braunkohletagebau. Das geht ja schon seit er begonnen hatte. Aber die Protestformen, waren vor allen Dingen Unterschriftensammlungen und vor Gericht zu erstreiten, dass man auf gewisse Rechte pocht oder gegen gewisse Verfahren Einsprüche erhebt. Und die waren halt allesamt nicht erfolgreich. Und gab es wohl die Idee, dass dann doch mal ein bisschen Protest kräftiger zu machen. Und da hatten halt Leute sich das überlegt. Ich weiß gar nicht genau wer. Ich hatte nur mitbekommen, dass ein paar Leute halt Bäume besetzen wollten. Und da dachte ich mir, ach, da könnte ich ja mal mithelfen. Ich kann halt klettern. Und dann habe ich das gemacht und die Stimmung war so gut und es war so viel zu tun, dann bin ich halt ein bisschen geblieben. Dann war halt auch immer zwischendurch mal wieder weg und dann mal wieder hier und beziehungsweise drüben an dem anderen Platz, wo wir ja auch richtig schöne Infrastruktur aufgebaut haben, diese Lehmhütte und auch das vierstöckige Küchengebäude aus Holz und Lehm und Stroh, was natürlich jetzt alles schon zerstört wurde. Und durch die Räumung bedingt und es haben halt alle irgendwo dann, oder fast alle, Betretungsverbote bekommen. Dann hat man sich entschieden, einen anderen Platz zu wählen, der halt nicht RWE gehört. Und da wurde diese Wiese ausfindig gemacht und jetzt versuchen wir hier wieder Fuß zu fassen. Weil der Protest ist so lange nicht zu Ende, wie RWE versucht, unsere Erde und unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Und zwar Hand in Hand mit Politik und Polizei. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie die Polizei vorgegangen ist bei den Räumungen oder auch allgemein, wieso das Verhältnis war? Ja, die Polizei ist sehr einseitig und komplett auf, also es gibt wohl vereinzelt welche, die auch was gegen den Braunkohletagebau haben, aber zumindest von der Polizeiführung aus des Rhein-Erft-Kreises stehen sie voll hinter RWE, dessen beauftragten Firmen, wie zum Beispiel auch dieses Security-Unternehmen, das die ganze Zeit auch mehr oder weniger uns belagert oder auch belästigt oder teilweise auch eben Leute tätlich angegriffen hat. Wobei dann, es war zum Beispiel, gab es immer einen Vorfall, da war ein Besucher, der halt mit Gewalt darin gehindert wurde und auch geschubst wurde, sodass er auf den Boden gefallen ist und der dann halt die Polizei gerufen hat und die kam dann nach 40 Minuten, also normal brauchen sie 5, kam dann nach 40 Minuten an und dann so, steht ja wohl Aussage gegen Aussage, ja, dann nehmen wir keine Anzeige auf. Also das war dann mal ein Versuch und diese Anzeige ist gar nicht erst aufgenommen worden, während andere Geschichten von den Securities einfach ebenso übernommen wurden. Ich hatte von einem grünen Politiker gehört, dass im Polizeibeirat, also der sozusagen der parteipolitischen Variante, die dann dort auch Informationen sich holen kann, dass dort dann mal davon gesprochen wurde, von einem Raub, aber da handelte es sich wohl um eine Schubkarre und ich habe hier noch keinen Security mit einer Schubkarre gesehen, weil die fahren alle mit ihren Jeeps rum oder Pickups und RWE, ich glaube, hat auch schon
30 Jahre lang bestimmt keine Schubkarre mehr hier angefasst in den Braunkohletagebau. Ja, auf jeden Fall wurde diese Schubkarre jemand abgenommen und zwei andere haben sich das wohl so nicht gefallen lassen wollen, zumal sie auch denen gar nicht gehörte. Haben dann die Schubkarre wieder zurückgenommen und das hatte dann wohl eine Anzeige zur Folge und wurde als Raub eben dann halt gewertet und davon zählen sie wohl. Und ich weiß, ganz am Anfang hatte RWE auch nochmal alle Firmen angeschrieben, um rauszubekommen, ob irgendwo irgendwas fehlen würde, um es dann eben uns sozusagen anzuhängen, oder was ist uns, also den Waldbesetzern, wie auch man das immer sehen will. Es gab dann, als das mit den Vorwürfen hochkam, auch ein Anwalt, der damit beauftragt wurde, dann mal nachzufragen, was das denn bitte für Straftaten wären. Und beim Staatsanwalt gibt es genau eine Anzeige. Und die betrifft die Gleisblockade, die in der Zeit, wo auch das Klimacamp war, halt hier dann mal für ein paar Stunden die Kohlezüge aufgehalten hat. Das ist die einzige Anzeige, die tatsächlich beim Staatsanwalt ist. Und ansonsten ist es ein bisschen nebulös, was da gemacht wird. Beziehungsweise, wir hatten ja letztens den Fall, dass tatsächlich die Polizei hier auch dieses Feld räumen wollte am Dienstag. Und wo dann eine Person festgenommen wurde. Es handelte sich um den Eigentümer des Grundstücks, der gucken wollte, was denn da so los ist, warum da so viele Polizeikräfte sind. Und er hatte euch das im Vorfeld aber erlaubt, quasi. Nein. Auf okay. Nein, der wollte gucken, was da los ist. Und die Polizei hat ihn dann verhaftet oder in Gewahrsam genommen oder wie man das auch immer, ich weiß nicht, wie das dann polizeitaktisch dann genannt wird. Auf jeden Fall mit auf den Armen, die Arme auf den Rücken zusammengebunden und ihn dann von dem Ort des Geschehens weggeführt, weil er eine Amtshandlung stören würde. Nämlich die Räumung. Und als dann auch massiv Presse da war und auch Zeugen halt dieses auch mitbekommen haben und protokolliert haben, er hatte der Polizei gegenüber gesagt, dass er der Eigentümer des Grundstücks ist und dass er sogar Unterlagen im Auto hat, die ihn als Eigentümer dieses Grundstückes ausweisen. Erst dann begann da ein bisschen Nachdenken auf der Seite der Polizei und dann schon eigentlich alle Zelte wieder unten waren, hatte dann auch die Polizei einräumen müssen, dass dieses Grundstück wohl nicht dem vermeintlichen Anzeigensteller gehörte, wobei wir da auch nur ein Aktenzeichen bekommen haben. Hat dann diese Aktion beendet. Aber sie sind dann ja am Freitagabend nochmal gekommen in der Dunkelheit, zusammen mit einem Fahrzeug, was nicht der Polizei gehört, sondern RWE oder einer Tochterfirma. Und haben dann eine kleine Hütte abgerissen mit der Begründung, dass das Holz von dieser Hütte aus diesem Wald gestohlen worden sein sollte. Aber das hatte dann auch wieder zur Folge, dass am nächsten Tag, also gestern, viele Leute kamen mit viel Material und Unterstützung und dann uns diese Küchenhütte hingezaubert haben und auch ein Schild für die Polizei hinterlassen haben, dass es ihnen gehört und dass sie das Material definitiv mitgebracht haben und dass von daher auch in diesem Fall kein Grund für eine Beschlagnahmung von Material gegeben sein könnte. Was für Gruppen unterstützen euch? Gibt es da offiziell Stellungnahmen von irgendwelchen Organisationen, Parteien? Ja, das, was jetzt auch in der Zeitung waren, also BBU, Grüne Jugend, die Grünen selber, die wollen ja wieder an den Druck, dann die halten sich ein bisschen zurück, beziehungsweise ist geteilt. Es gibt teilweise Unterstützung auch von den Linken. Aber das ist einfach nur personell.
Das ist jetzt keine Veranstaltung von irgendwelchen Gruppen, sondern einfach von Leuten, die was dagegen haben. Und da gibt es natürlich auch welche dabei, die da ausgekohlt sind oder bei Greenpeace aktiv sind oder bei Robin Wood aktiv sind oder anderen. Da will ich jetzt auch gar nicht das als vollständige Liste sehen. Okay. Und was für Aktionen stehen so an oder was ist jetzt so geplant in den nächsten Tagen, Wochen? Ja, draußen weht ein ziemlicher Wind und auch wenn wir einen Klimawandel haben, ne, also wir befinden uns ja jetzt auch fast im Herbst, Ende November, so kann es ja doch sein, dass irgendwann das doch mal kälter wird. Von daher ist unser Fokus jetzt, uns einfach so einzurichten, dass wir über den Winter kommen können, weil wir nicht glauben, dass RWE innerhalb der nächsten Wochen ihre Kraftwerke abschalten und damit ihre aggressive und tödliche Politik aufgeben. Wie kann man euch unterstützen? Herkommen, mitmachen. Und für die Leute, die weiter weg wohnen? Also natürlich herkommen, mitmachen ist definitiv auf jeden Fall das Beste. Gerade wird auf jeden Fall Baumaterial benötigt, Balken und Bretter. Aber jetzt haben wir ja auch gerade noch einen Bauwagen bekommen. Sowas ist natürlich auch eine sehr gute Lösung für den Winter. Momentan, also der Zuspruch ist auch gerade aus den umliegenden Dörfern jetzt die letzten Tage sehr gut gewesen. Mit Essen sind wir sehr gut versorgt im Moment. Also für die nächsten 2 Wochen haben wir da bestimmt noch Sachen, mit denen wir uns versorgen können. Warme Decken, warme Kleidung haben wir auch sehr viel bekommen. Werkzeug ist, glaube ich, auch immer gut. Also bei der Räumung, die Polizei hat gesagt, dass sie alles, was sie unter einem Wert von 50 Euro geschätzt hat, entsorgt hat. Wir haben zum Beispiel kein einziges Zelt zurückbekommen. Wenn vereinzelt danach gefragt wurde, dann hieß es, ja, da ist dann zufällig ein Bagger drüber gefahren. Und wir schätzen, dass halt zufällig über alle Zelte und auch das Tipi und so anscheinend ein Bagger drüber gefahren ist, dass wir die nicht zurückkriegen. Das ganze Küchenmaterial ist halt entsorgt worden, die ganzen Werkzeuge, und da waren auch definitiv Werkzeuge dabei, wie ein Kettenzug oder so, der mehr wert ist als 50 Euro, haben wir noch nicht wieder gesehen. Da ist vieles verloren gegangen, aber da hoffen wir da einfach auch auf Unterstützung, und wenn es jetzt noch an was Speziellem fehlt, auf unserer Homepage müssten wir dann mal wieder aktualisieren nach den vielen Spenden, die wir bekommen haben, was wir noch brauchen. Und da ist auf jeden Fall immer noch Informationen auch aktuell zu kriegen. Wie heißt die Homepage? Hambacherforst.blogsport.de. Mhm. Ist die Internetseite. Okay. Und da gibt es auch einen aktuellen Blog. Da ist auch gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viel reingeschrieben worden. Da gibt es einen Button älter und dann kommt man auch an andere Berichte, die vorher waren. In der Hektik wurde dann zum Beispiel die Spalte Presse nicht gepflegt. Das ist, glaube ich, Ende September die letzte Auflistung. Und danach sind die ganzen Links über die Pressearbeit halt dann in dem eigentlichen Blog mit drin. Und muss ich gerade mal gucken, wer da kommt. Dass die Sekus sind. Nee, wahrscheinlich doch nicht. Okay. Gibt es Informationen zu Soli-Aktionen aus anderen Städten gegen RWE? Es waren im Vorfeld schon Aktionen gewesen, vor der Räumung. Also im Vorfeld sage ich jetzt vor der Räumung, so ist es richtig. Und dann am Tag X waren auch in 7 Städten Soli-Kundgebungen. Und da sind auch weitere Sachen geplant. Es gibt auch eine gute Seite von Ausgekohlt mit einer Anleitung, was man alles so tun kann. Die ist auch sehr gut gemacht, was man dann eben auch an Soli-Aktionen machen kann. Und genau, Ausgekohlt einfach mal suchen lassen im Internet und dann findet man da auch hin.
Super. Hast du noch Fragen? Ja, vielleicht noch, kannst du was sagen über was bis jetzt, weil das ist ja einiges, so in dem ganzen Braunkohlegebiet zerstört worden ist, und was RWE jetzt eigentlich so in den nächsten Jahren so vorhat, noch Platz zu machen? Ach, RWE hat ja viel vor. Die wollen bis da hinten zum Wall, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, bis nach Bühr ran. Ja, von hier aus sieht man es jetzt eher schlechter, aber das geht auf jeden Fall noch ein Stück weit. Wobei das noch nicht genehmigt wurde, das ist wohl noch im Genehmigungsverfahren. Beschlossen ist halt bis zur Autobahn, zu der alten Autobahn, der Abbau. Dieses ganze andere Stück ist eben noch nicht so genehmigt. Aber es gibt wohl schon Pläne, halt dann nach Bühr wieder anzufangen. Also Bühr wohnen anscheinend zu viele Leute, dann überlegen sie sich, dass sie das nicht ausbaggern wollen, aber anscheinend hat RWE Pläne über Pläne und ja. Was schätzt du, wie viele Quadratkilometer das sind? Das sind, glaube ich, 80.000 Hektar. Es gab am Samstag einen sehr guten Leserbrief im Kölner Stadtanzeiger, wo, oder nicht 80.000, 41.000 Hektar. Oh, jetzt bin ich da wieder auf dem Markt. Also bitte mal nachlesen, irgendwie Kölner Stadtanzeiger. Der hat ja auf jeden Fall ausgerechnet, dass die landwirtschaftliche Fläche für die Ernährung von 80.000 Menschen zerstört wird. Scheiße. Also neben dem das Klima mal eben hops geht. Das ist nun mal Europas größte CO2-Quelle. RWE ist die dreckigste Firma in Europa mit dem größten CO2-Ausstoß. Und genau, das ist wirklich eine Gefahr für uns alle, für alle Menschen. Das heißt, da wären aber auch die Bauern rundherum hier betroffen wahrscheinlich. Ja, natürlich sind die betroffen. Mhm. Ja. Da gibt es wahrscheinlich dann auch viel Unterstützung, oder? Ja, das ist geteilt. RWE hat sehr viel Geld, was sie in die Hand nehmen. Mhm. Und es ist hier in der Gegend, es bricht gerade ein bisschen auf. Es war tatsächlich so, dass die Leute einfach stillgehalten haben ein bisschen. Und sie hatten halt dann aus den früheren Widerständen eben keine Erfolgserlebnisse gehabt. Und vielleicht lag es auch daran. Denn ansonsten ist halt RWE hier auch sehr bestimmt und auch die anderen Unternehmen, die für RWE arbeiten. Und zwar ist das Krankenhaus in Bergheim, hat mehr Beschäftigte als RWE. Aber die leben ja auch davon, weil es gibt ja so viele Krankheiten, die einfach auch durch den Tagebau hier verursacht werden. Also der ganze Feinstaub, die ganze Radioaktivität, die aus dem Loch entweicht, die auch hier direkt Schaden anrichtet. Also es gibt sehr, sehr viele Atemwegserkrankungen. Messstellen für Feinstaub sind erst jetzt in den letzten Jahren aufgestellt worden, nachdem das erstmal abgebügelt wurde, auch von der Politik, und dann halt über gerichtliche Instanzen irgendwann dann mal zugebilligt wurde, dass dann auch solche Messstellen drauf sind. Und dann ist das Problem, dass halt hier nicht so viele Leute wohnen, dass dann wieder gesagt wird, die Studien sind dann wieder nicht signifikant, weil es nicht eine groß genügende Bevölkerungsgruppe wäre, wo dann eben so viele Atemwegserkrankungen eben auch auftauchen. Ja, der bricht gerade ein bisschen auf und wie gesagt, wir bekommen halt auch recht viel Unterstützung, gerade auch aus den umliegenden Dörfern, was vorher nicht so war. Mag auch daran liegen, hatte man uns gesagt, dass wir jetzt hier viel besser zu sehen sind. Die Leute haben weniger die Hemmschwelle, in den Wald zu gehen, um uns zu besuchen, sondern sehen uns halt von Weitem und haben auch am Dienstag, wo der erste Räumungsversuch war, dann auch so gesagt, ja, was soll denn das? Warum lassen die nicht auf der Wiese zelten? Warum machen die das? Und so. Und je mehr die versuchen, uns hier wegzukriegen, desto mehr Widerstand ist jetzt aufgetaucht. Umso größer auch die Unterstützung, ja. Genau. Die Unterstützung ist halt umso mehr geworden. Also sie erreichen ihr Ziel genau nicht. Und das macht wieder gute Stimmung bei uns. Schön.
Super, vielen Dank. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg weiterhin. Ja, komm vorbei hier und mach mal mit. Macht auch Spaß hier. Dankeschön. Bitte.